Während drinnen im Raum die Verhandlung weiterläuft, haben wir jetzt hier draußen nochmal die Gelegenheit, mit der Pressesprecherin des Oberlandesgerichts ein Interview zu führen. Bei mir ist Andrea Tietz. Was ist denn heute Morgen im Gerichtssaal alles passiert? Womit haben die, die Richter begonnen? Zunächst mal wurde, wie es formal vorgesehen ist, die Anwesenheiten festgestellt. Es hat natürlich bereits eine erhebliche Zeit in Anspruch genommen. Dann allerdings kam es noch nicht zur Verlesung der Anklage, was ja eigentlich der nächste Punkt des Verfahrensablaufs gewesen wäre, sondern es war dann so, dass die Verteidiger von Frau Zschäpe einen Befangenheitsantrag gegen den vorsitzenden Richter gestellt haben. Der Antrag wurde damit begründet, dass der Vorsitzende in seiner Sicherheitsverfügung angeordnet hatte, dass die Verfahrensbeteiligten, auch die Verteidiger, sich einer Sicherheitskontrolle auch auf Waffen unterziehen müssen, dass dies aber für das Gericht und die Bundesanwaltschaft nicht gilt. Und anschließend hatten die Nebenklägervertreter Gelegenheit, zu diesem Antrag Stellung zu nehmen. Nach der Mittagspause hatte dann die Bundesanwaltschaft Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Und nun hat der Vorsitzende die Entscheidung verkündet, dass die Entscheidung über diesen Antrag zurückgestellt werden wird, was nach der Strafprozessordnung bis zum Beginn des übernächsten Verhandlungstages möglich ist, um dem Verfahren jetzt weiter Fortgang zu gewähren. Es sind noch weitere Anträge angekündigt worden von Seiten eines Verteidigers und von Seiten eines Nebenklägervertreters, sodass jetzt abzuwarten ist, welche Anträge mit welchem Inhalt da dann auch noch im Laufe des Nachmittags gestellt werden. Welchen Eindruck hat denn die Hauptangeklagte Beate Zschäpe auf Sie gemacht? Ich selbst war nicht im Sitzungssaal, aber die Angeklagte wirkte ruhig, wie überhaupt die Stimmung im Sitzungssaal, auch unter allen Verfahrensbeteiligten ruhig war, sodass das Verfahren auch ganz ordnungsgemäß hier seinen Verlauf nehmen konnte, ohne Irritationen, ohne Störungen, ohne gar Unterbrechungsbedarf wegen irgendwelcher Unruhen oder Irritationen. Kommen wir nochmal auf das Akkreditierungsverfahren zu sprechen. Haben Sie denn jetzt den Eindruck, dass die Journalisten in der zweiten Runde zufrieden sind? Es ist hier zumindest allseits der Eindruck entstanden, dass letztlich dann doch im Rahmen dieser sogenannten nachträglichen Poolbildung die entsprechenden Medien, die Interesse an der Verfolgung des Prozesses hatten, auch in den Sitzungssaal gelangen konnten. Darüber hinaus ja auch die Informationen außerhalb des Sitzungssaals so sichergestellt sind, dass man schon den Eindruck hat, dass hier jetzt die Informationslage gut ist allgemein. Der Gerichtssaal wurde auch extra für diesen Prozess umgebaut. Was für Maßnahmen wurden dabei ergriffen? Es wurden insbesondere für die Nebenkläger und Nebenklägervertreter etwas veränderte Sitzmöglichkeiten geschaffen. Eigentlich ist ja im unteren Bereich des Sitzungssaals, wo sich jetzt die Nebenkläger und Nebenklägervertreter befinden, sind nur Stuhlreihen aufgebaut. Hier hat man extra auch Tische und Mikrofonanlagen für die Nebenkläger und Nebenklägervertreter eingerichtet, um eben auch ein ordnungsgemäßes Arbeiten zu ermöglichen. Darüber hinaus, um auch eine Simultan-Dolmetschung zu ermöglichen für die Nebenkläger, hat man auch eine Simultan-Dolmetschanlage eingebaut. Es wurden in den Sitzungssaal eingebracht große Leinwände, auf die mit auch neu eingebauten Kameraanlagen auch die Zeugen übertragen werden können, die im Sitzungssaal vielleicht nicht von allen Verfahrensbeteiligten gleich gut einsehbar sind aufgrund der Sitzpositionen. Es wurde eine Dokumentenkamera eingebaut, die es ermöglicht, dass man Beweismittel aus den Akten unmittelbar auch an die Wand projiziert, um zu verhindern, dass alle Verfahrensbeteiligten peu à peu an den Richtertisch vortreten müssen, wie das normalerweise bei Verfahren kleineren Umfangs der Fall ist. Es wurden die Zuwege zum Sitzungssaal so gestaltet, dass auch möglichst klar ist für alle Verfahrensbeteiligten, welchen Weg sie nehmen müssen, um zum Sitzungssaal zu gelangen und um auch die Verfahrensbeteiligten möglichst effektiv voneinander auch abzuschirmen, insbesondere die Nebenkläger eben nicht einem Spießrutenlaufen durch die Zuschauer und durch die Medien aussetzen zu müssen. All diese Maßnahmen wurden also hier getroffen, Maßnahmen, was den Umbau anbelangt, aber eben auch was organisatorische Arbeit im Vorfeld anbelangt.
Wäre auch so ein Aufwand betrieben worden, wenn jetzt nicht dieser NSU-Prozess angestanden hätte? Es ist natürlich diesem besonderen Verfahrensumfang, aber auch dem politischen Hintergrund dieses Verfahrens geschuldet, dass man hier besondere Vorkehrungen, insbesondere auch was die Sicherheit anbelangt, getroffen hat, um so sicherzustellen, dass größtmögliche Sicherheit gewährleistet ist und um gleichzeitig aber sicherzustellen, dass die vielen Verfahrensbeteiligten auch angemessen sich an dem Verfahren beteiligen können. Wie viele Millionen Euro wurden daran investiert? Allein an Baumaßnahmen ca. 1,45 Millionen Euro. Welche Bedeutung hat der NSU-Prozess für das Oberlandesgericht? Es ist sicherlich ein ganz besonderer, ein Ausnahmeprozess für das Oberlandesgericht. In dieser Größenordnung, in diesem Umfang ist es wohl einer der ersten Prozesse, die hier geführt werden. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Und wir melden uns gleich wieder zurück. Liebe Zuschauer, bleiben Sie also auf jeden Fall dran. Dann haben wir noch viele weitere Interviewpartner hier für Sie, die uns alle Fragen und Antworten stehen. Vielen herzlichen Dank.